Wäre Madame nicht dazwischen gegangen, er würde Monsieur noch immer schlagen. Er würde ihm die blutige Faust in den Schädel pflanzen, wieder und wieder, bis sein krankes Gehirn weich und wehrlos heraussickerte. Reiß dich zusammen, sagt Victor in die Dunkelheit des Treppenhauses hinein, hör auf mit dem Scheiß. Aber die Gedanken quellen aus ihm heraus, als habe er sich selbst ein Loch in den Kopf gehämmert. Kein Freund da, um ihn hier rauszuholen und in ein schnelles Auto zu verfrachten. Keine Chance, noch einmal davonzukommen, denkt Victor. Du bist hier nicht im Osten, Mann. Victor löst die Fäuste von seiner Stirn und schaut sich in der Dunkelheit um. Die Zimmertüren der Kinder sind nur angelehnt. Ihre Nachttischlampen schneiden schmale Streifen Licht ins Treppenhaus. Es war ihm nicht gelungen, sie in die Arme zu nehmen oder was man halt so macht, wenn die eine gerade gesehen hat, wie der andere vom Vater in den Mund gefickt wird. Er sitzt auf den Stufen und fühlt etwas Feuchtes an den Fingerknöcheln seiner rechten Hand. Es schmeckt nach Blut. Und Victor weiß nicht, ist es seins oder Monsieur's? Die Tür zur Stube von Ruths Großvater hatte auch einen Spalt breit offen gestanden. Zum ersten Mal, seit er hier ist, denkt Victor wieder an Ruth. Aber nicht an die Ruth im Stroboskoplicht der Schufa, deren sich wiegender Körper bei jedem Lichtschlag woanders war. Nicht an ihren kühlen Blick und nicht an ihr lässiges Verschwinden, als er sie so dringend gebraucht hätte, damit sie ihn da raushole. Nicht er, sie. Victor denkt an Ruth mitten im Schneewinter ihrer Kindheit. »Komm doch mal zu uns«, hatte sie gesagt und die Eisklümpchen von ihren Fausthandschuhen abgebissen. »Von Opas Dachboden aus kannst du euren Block sehen.« Er hört noch das Knarren seiner Winterstiefel auf den alten Holzstufen des Treppenhauses, sieht seine von der Kälte gerötete Kinderhand das Geländer hinaufgleiten. Hinter der weiß lackierten Wohnungstür erkannte er Ruths leichte Schritte. Froh, dass sie da war, drückte er die Klingel. Nichts rührte sich. Er klingelte nochmal. Ihre Mutter war wohl arbeiten, aber warum machte Ruth nicht auf? Victor ging auf die Knie und hob den eisernen Briefschlitz an, um in die Wohnung zu spähen. Zu dunkel, um etwas zu erkennen. Kurz entschlossen drückte er die Klinke. Die Flurbeleuchtung war aus. Ruths Winteranorak hing zwischen großen Mänteln an der Garderobe im Halbdunkel, in das ein schmaler Streifen Licht aus dem Wohnzimmer fiel. Leise Geräusche drangen heraus und ließen Victor das Herz bis zum Hals hämmern. Ein Ächzen und Seufzen. Ein Rascheln im Rhythmus, den Victor kannte und auch wieder nicht. Er trat einen Schritt näher und guckte durch den Türspalt. Im Sessel neben dem Radio saß Ruths Großvater. Vor ihm stand sie selbst und hielt ihr Kleid hoch, als finge sie Sterne auf. Victor drehte sich um und rannte aus der Wohnung. Hatte sie gewusst, dass er da war? Das Klingeln musste sie doch gehört haben. Die Tür, die hinter ihm ins Schloss fiel, hatte sie echt nichts mitgekriegt? Oder sein panisches Gepolter die Treppe hinunter? Wenn doch, dann wusste sie auch, dass er abgehauen war. »Schurt, es beste feiges Arschloch«, flucht Victor in die Dunkelheit und merkt plötzlich, wie unheimlich es für die Kinder sein muss, dass der Typ, der gerade ihren Vater zusammengeschlagen hat, nun in ihrem Treppenhaus sitzt und lasch mit sich selber spricht. Aber dieses Mal ist er nicht abgehauen. Er ist immer noch da und bewacht den Schlaf zweier Kinder, die ihn mit ziemlicher Sicherheit hassen, jedes aus einem anderen Grund. Natürlich schlafen sie nicht. Sie liegen eingerollt in ihren Betten, jedes in seinem Zimmer. Und prüfen nach, ob ihre Körper noch da sind. Hände, Arme, Schultern, Beine, Schenkel, Brust. Die Flüche des Au-pairs im Treppenhaus taumeln wie Falter gegen das Licht oder einfach wie kleine Fetzen aus Nichts.